Am Donnerstag ereignete sich auf der Landstraße L190 zwischen Wehlitz und Webau ein tragischer Unfall. Gegen 15 Uhr fuhr ein Radfahrer von Hohenmölzen kommend in Richtung Webau. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ein dahinterkommender Skoda den 50-Jährigen auf seinem Rad und verletzte ihn tödlich. Beide Unfallbeteiligten kommen aus dem Raum Hohenmölzen. Der 73-jährige Pkw-Fahrer wurde nach dem Unfall noch vor Ort von einer Notfallseelsorgerin betreut. Die L190 war bis 19 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.